Süß, dass Claire immer noch fragt, was hat das zu bedeuten? Quarantäne, Selbstzerstörung, Quarantäne, Selbstzerstörung. Was kann das nur bedeuten? Lass uns schnell hier abhauen. Nutzen Sie den zentralen Fahrstuhl. Da merkt man halt Resident Evils Natur in typisch alten amerikanischen Popcorn-Kino. Da erklärt man halt auch jeden Schwachsinn, damit es auch der dümmste, unaufmerksamste Zuschauer checkt, ne? Ich bin gerade am Überlegen, war das hier stressiger als mit Leon? Mit Leon kam ich ja eigentlich ziemlich gut durch. Ich weiß nicht, wie die Flucht jetzt sein wird, bin ich ganz ehrlich. Also der Tyrant wird uns, denke ich mal, hier nicht nochmal auf den Sack gehen. Ja? Danke, dass du so nett zu mir bist, dass du mir hilfst. Bin so froh, dich getroffen zu haben. Bin auch froh, dich getroffen zu haben, Sherry. Aber spar dir den Dank, bis ich dich hier rausbekommen habe. Hast übrigens eine coole Jacke, Kind. Feier ich. So. Dann auf. Nochmal kurz Leon Hallo sagen. Halt! Erste Hilfe, Spray. Mitnehmen. Wollte ich Leon Hallo sagen? War das nicht hier irgendwo? Irgendwo tauchte da noch der doofe Leon auf. Ja, ist auch egal. Boah, Leute, die Mucke. Jetzt geht's ab hier. So, im Endeffekt egal. Ich werde hier trotzdem mal eben speichern. Das ist, glaube ich, nicht die letzte Schreibmaschine. Eine kriegen wir noch, aber ey, ich würde mal sagen, wofür müssen wir es jetzt sonst noch hamstern, ne? Wir haben ja jetzt alles so. Für den ganzen Bereich habe ich den ganzen Kram gehamstert. Ah, das ist so befreiend, wenn man den Mist endlich mal benutzen kann. 10 Minuten bis zur Detonation. Boah, die Mucke, Leute. Sherry, lauf! Kind rennt einfach dran vorbei, sehr gut. Der war knapp, das möchte ich jetzt nicht verneinen. Boah, ich liebe diese Musik, ne? Das muss man auch sagen, man kann über Operation Raccoon City zum Beispiel sagen, was man will, aber die Mucke von dem Game ist grandios. Ich mag auch überhaupt nicht die Wes Anderson Filme. Das ist ein Schrott hoch 10, aber die Musik, Alter, oh, genial. So, hier kommt normalerweise der Tyrant mit Leon. Natürlich, ist das Mistteil verschlossen. Mit... Warte! Sherry, was machst du? Ich glaube, ich kann sie von der anderen Seite öffnen. Genau, mit Claire müssen wir einfach nur ein bisschen die Stellung halten. Ist beides nicht wirklich stressig, also die Flucht geht wirklich. Verdammt, mieses Teil! 9 Minuten bis zur Detonation. Ey, das ist mir noch nie hier passiert. Ich habe den immer vorher wegbekommen. Alter, jetzt bin ich aber gerade schlecht. Das ist mir hier noch nie passiert. Ja, super. Krass. Normalerweise ist das kein Problem. Aber ich habe vorgesorgt mit dem Messer. So, Achtung, hier ist noch einer. Den einmal umkippen. Ein sauberer Schuss, dann ist auch mit dem vorbei. Und da müssten wir es jetzt Sherry, auch haben. Hältst du durch? Ich bin direkt hinter dir. Das machst du gut. Ich glaube, wir sind hier fast raus. Perfekto. Wir haben kein grünes Kraut mehr. Versuch! Ja, jetzt brauche ich die Granaten eigentlich auch nicht mehr. Ja. Nehmen wir das rote Kraut noch mit, vielleicht finden wir ja noch was, kann ja gut sein. Jetzt erstmal rein in die Seilbahn und den Bosskampf triggern. Wenn ihr den unter 4 Minuten übrigens schafft, also mit 4 Minuten Restzeit, bekommt ihr auch ein Achievement. Sollte vielleicht erwähnt worden sein. So, das Teil brauche ich. Was machst du? Ich muss diesen Zug in Gang bringen. Du rührst dich nicht vom Fleck, okay? Okay, ich bleib hier, ich verspreche's. Gut. Sei vorsichtig. Immer. Ich bin die Vorsicht in Person. Gut, dann auf. Letzten Endboss. Oh, die Mucke, die ist bombastisch. So lässt man das Adrenalin in den Körper fließen. So benutzt man den Soundtrack sehr gut. Okay.
Irgendwas ist passiert. Okay, funktioniert. Ah, da ist Leon. Was? Leon? Du bist auch hier unten? Ja, aber hier stürzt gleich alles ein. Hör zu, du musst hier raus. Schnell! Ich weiß, keinen Weg raus. Ich denke, wir können es alle schaffen. Wo bist du jetzt? Claire, bist du noch da? Leon, die Verbindung bricht ab. Kümmere dich nicht um mich. Verschwinde von hier. Leon! Mist! Leon! Ich glaube, mehr lag hier aber auch nicht, ne? Ja, kein grünes Kraut, gar nichts. So, Bosskampf. Auf geht's, Freunde. Auch wenn er einfach ist, muss ich mich trotzdem ein bisschen konzentrieren. Ne? Also ich werde hier wieder ziemlich still sein. Der kann uns trotzdem mit einem Hit sehr schnell ins Nirvana jagen. Oh, schön drauf zimmern. Ja, sowas darf nicht passieren. Vor allem, ich habe den noch nicht auf Veteran gelegt. Ne? Das sollte hier vielleicht erwähnt worden sein. Ich benutze ja eigentlich auch wieder den Trick mit den Kanten. Also immer schön an den Kanten bleiben, weil er hat auch One-Hit-Attacken drauf, ne? Wo er uns greift und dann ist schnell vorbei mit uns. Ja, und der kann auch sehr gut ausrasten. Das ist das Einzige, wo er mich eventuell mit killen könnte, wenn er von da oben auf mich runterspringt. Genau, wenn er das macht. Autsch. Das tat weh, Kumpel. Nimm mal ab. So, zur Seite. Aber ihr seht das, wenn ihr euch an den Kanten haltet, ist das eigentlich kein Problem. Das war knapp. Weg von ihm. So, jetzt muss ich aufpassen, denn jetzt landet er nicht mehr auf dem Zug, sondern er probiert mich zu erwischen und ich muss ganz weit weg von ihm sein. Ja, seht ihr? Ihr braucht die Entfernung, damit ihr Zeit habt auszuweichen. Jetzt sollten wir ihn aber auch gleich haben, der macht es eigentlich nicht mehr lange. Ah, komm, Kumpel. Was ist los? Du hast doch immer so eine große Klappe. Ja, die Äuglein sind auch schon rot. Ah, jetzt macht er den Mist nochmal. So, weg. Er springt sogar auf den Zug, okay. Er hält hier auf jeden Fall einiges mehr aus als auf Standard. Weitaus mehr. Komm, Dickerchen, jetzt gib's endlich auf. Ja, jetzt haben wir keine Munition mehr. Er hat meine ganze MG-Munition gefressen, die Sau. Krass. Heftig. Ja, weitaus mehr. Normalerweise könnt ihr auch Standard mit dem MG. Ihr kommt gar nicht dazu, es komplett zu leeren, weil er vorher stirbt. Ah, jetzt wird es ein bisschen spannender, Freunde. Ja, wir haben ihn. Er ist down. Jetzt geht er in seine letzte Phase.
wo er rumkreucht. So, und dann endlich segnet er dann auch langsam mal das Zeitliche. Da frisst das. Jetzt ist endlich vorbei, Alter. Boah. Du hast doch was im Auge, ne? Ja, das ich weiß, der Spruch kam ziemlich spät. Wir haben's, Leute. Claire! Ist okay. Ich bin hier. Jetzt kommen wir hier raus. Also, was willst du als erstes tun, wenn wir hier raus sind? Ich will sehen, wo du wohnst. Gut. Denn ich brauche dringend eine Dusche. Ja. Wirklich? So übel? Oh, ja. Claire! Leon! Ist so gut, dich zu sehen. Hab doch gesagt, wir schaffen's, oder? Hast du. Ja, Freunde, das war Resident Evil 2, Claire A. auf Veteran. Jo, damit habe ich jetzt alles. Da fehlt mir jetzt eigentlich nur noch ein Run, ohne Inventarbox zu öffnen und ohne Kräuter, glaube ich. Und dann habe ich die Platin im Game. Boah, ich habe das Spiel so hardcore gesuchtelt die letzten 4 Tage. Also seit Witcher 3, was 2015 war. Schon lange nicht mehr mich in so einem Spiel verliebt, aber die Resident Evils schaffen es immer wieder bei mir. Das Gameplay macht einfach übel Spaß, schon seit Teil 4. Und die Revelations-Teile haben es nochmal perfektioniert. Und das Ganze zockt sich halt wirklich wie Revelations 3. Und es ist einfach wunderbar, es ist ein super tolles Spiel. Klar, ich kann verstehen, dass manche dieses Design mit dem Schlüsselablaufen eventuell für überholt halten. Aber als Remake ist das fantastisch. Und das kann ich sagen, ohne diesen krassen Background vom Original eigentlich zu haben. Sie haben es hier super geschafft, die Leute aus der Original-PS1-Zeit mit Leuten wie mich zu verbinden, die die Spiele einfach aufgrund des Gameplays so lieben und seit Resident Evil 4 halt eingestiegen sind, was ja eigentlich auch die Hauptreihe geworden ist. Einfach auch, weil das die Reihe, ne, dieses veränderte Gameplay weg von dieser festen Kameraperspektive und der Tanksteuerung hat ja eigentlich dafür gesorgt, dass diese Reihe mittlerweile in den Mainstream angelangt ist, wo sie angelangt ist. Ich glaube, Resident Evil 5 ist immer noch das meistverkaufteste Resident Evil von allen und wunderbar, wunderbar. Ich habe die Charaktere lieben gelernt, so klischeehaft, wie sie geschrieben wurden. Ein ganz, ganz tolles Spiel, ein ganz, ganz tolles Remake. Ist momentan eine wunderbare Zeit für Gamer, Leute. Die PS4-Ära ist bombastisch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die PS5-Ära das irgendwie in irgendeiner Form knacken kann. Ich glaube, wenn ich hier irgendwann an dem Zeitpunkt sagen würde, okay, für mich sind Videospiele durch, ich gucke mir gar nicht mehr so an, was aktuell ist, sondern zock halt nur noch das, was ich von früher kenne. Ich glaube, ich habe dadurch dann jetzt auch alles gesehen. Das ist ultra heftig. Ich habe auch den Run jetzt an einem Stück aufgenommen. Da war kurz Pause zwischen, wo ich was gefuttert habe und es hat mir übelst Spaß gemacht. So, wir warten jetzt gleich noch ab. Es gibt gleich nochmal eine kleine Secret-Cutscene. Und ja, jetzt seid ihr gefragt. Habt ihr noch Bock? Wollen wir den Leon A-Rang nochmal auf Veteran machen? Oder wollt ihr Leon B einfach so nochmal sehen? Das würde halt um einiges jetzt dauern,
weil ich den dann halt erstmal selber durchspielen möchte, wenn wir den dann auch Veteran machen. Oder wollt ihr den Claire B direkt sehen? Also, dass wir dann bei dem Let's Play sozusagen nur bei Claire bleiben oder sagt ihr, nö, der Run hat Spaß gemacht, mach mal lieber ein anderes Resident Evil. Weil es ist echt traurig, weil ich hier liebe diese Reihe abgrundtief und es ist schade, dass mein Kanal so wenig davon zu Gesicht bekommen hat, weil ich sie halt privat einfach so übergezockt habe. Und ich muss auch sagen, ich krieg langsam auch wieder Bock, mal wieder Revelation 2 und so zu spielen. Lässt sich halt super mit einem Let's Play eigentlich verbinden. Wäre nochmal die Endmotivation, das reinzuhauen, weil bei mir ist leider die Krankheit, wenn ich dann solche Spiele mal platiniert habe, habe ich die so übergezockt, dass ich sie meistens, wenn dann, nur noch für ein Let's Play anfasse. Ach ja. Schönes Spiel, schönes Spiel. Wir haben viele Flüchtigkeitsfehler gehabt, muss ich jetzt ganz einfach zugeben. Aber doch, am Ende des Tages sind wir am Ende sehr gut rausgekommen. Einfach weil ich auch wusste, dass viele der Sachen bei den Endboss mittlerweile einfach keinen Sinn mehr machen. Wir haben weniger gespeichert als bei Leon. Und ich kann nicht meckern. Ich kann nicht meckern. Ich bin jetzt aber auch froh. Wir haben jetzt heute Nacht den Kingdom Hearts Release. Ich werde die nächsten Tage noch Kingdom Hearts spielen. Und ich sage euch jetzt schon, ich glaube den Rest des halben Jahr, vom halben Jahr bis im Herbst bin ich dann erstmal durch mit Zocken. Da habe ich mich so übergezockt in den ersten zwei Wochen meines Urlaubs. Heftig, Alter. Es hat Spaß gemacht. Es hat riesig Spaß gemacht. Das ist ein tolles Game. Jetzt nochmal einmal durchrennen. Ich meine, die Dingens Trophies könnte ich ja auch, glaube ich, auch auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad machen. Die habe ich mir bis jetzt noch gar nicht angeguckt, weil ich alles immer auf Standard gemacht habe. Dann kann ich mal sehen, was für Unterschiede es dazu gibt. Weil das ist es auch, das habe ich schon immer an den Resident Evils geliebt. Bei Revelations, bei 2, bei Resi 5 genauso, bei Resi 4. Ich muss sagen, Resi 4 ist für mich der schwächste Teil. Weil ich den vor der Kulisse nicht so spannend finde und Ashley halt ein riesiges Problem des Spieles ist. Aber auch Resi 6 und so, dieses Perfektionieren des Gameplays, das macht einfach Freude hoch 10. Dann, 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 dann. Ja, der Soundtrack müssen wir auch nicht drüber reden. Ich habe noch nicht in den Original-Soundtrack reingehört. Man kann auf Original einstellen, so wie man es jetzt auch von Spyro und ich glaube, hatte Crash Bandicoot das auch? Nee, ich glaube, Crash Bandicoot hatte das nämlich. Das war, glaube ich, einer der größten Kritikpunkte von den Fans, dass man den Original-Soundtrack nicht einstellen konnte. Ich weiß es aber jetzt nicht, legt das nicht auf die Goldwaage. Aber hier könnt ihr es. Muss ich mal reinhören. Vielleicht mache ich das bei meinem letzten Run. Also ich denke mal, ich werde den nicht heilen und den Inventar-Run, also nicht die Inventarbox öffnen, werde ich direkt auf leicht miteinander kombinieren. Dann muss ich eigentlich auch nur noch einen Run machen und dann haben wir alles. Gucken wir gleich mal in die Trophäen rein, wenn der Abspann durch ist. Aber ja, grandios, grandios. Ich habe mich zu Tode geärgert bei meinem ersten Run. Es ist sehr viel Try and Error. Ihr braucht eine Menge Sitzfleisch, ihr braucht eine Menge Nerven. Aber wenn ihr das Spiel dann ein, zwei Mal durchgespielt habt... Oh, die Mucke, Alter. Das ist das Theme bei Leon im Finale. Oh, Leute, Gänsehaut gegen den Tyrant. Also, ne, im Vergleich zu Leon, also wenn ihr jetzt sagt, lohnt sich das überhaupt für Leon nochmal ein Let's Play auf Art zu machen? Ja. Leon hat am Ende einen anderen Boss. Wir kämpfen am Ende gegen den Tyrant statt nochmal gegen Mr. Augapfel hier. Und auch der Zwischenbereich, ne? Man spielt in Leon A zum Beispiel teilweise nochmal Ada. An dem Punkt, wo wir hier halt mit Sherry gezockt haben. Ist auch ein ganz anderer Bereich. Die großen Zwischenbereiche sind die gleichen bei den Rätseln, aber das ist ja egal. Wir sind da ja sehr schnell durch, wie ihr gesehen habt. Ja, sehr, sehr geil. Ja, liegt an euch. Worauf habt ihr Bock? Schreibt das in die Kommentare, dann werde ich den Wünschen auf jeden Fall nachgehen. Wenn ich dann nochmal nachmittags so Zeit habe, wo ich sage, jetzt habe ich richtig Bock drauf, dann nehme ich den gerne, gerne für euch auf. Sehr, 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 sehr gerne. Hat mir übelst viel Spaß gemacht. Auch wenn ich hier wieder gemerkt habe, dass skillbasiertes Gameplay, wo du dich zu 100% konzentrieren musst und gleichzeitig sabbeln, dass das bei mir in Top-Kombination einfach nicht funktioniert. Also entweder hau ich grammatikalisch kaputte Sätze raus oder ich mache halt solche Flüchtigkeitsfehler, wie wir es am Anfang des Let's Plays hatten. Aber nichtsdestotrotz. Sehr schön. Ist er wirklich tot? Tja. So, jetzt genießen wir nochmal, wie die Trophy kommt. SMB. Veteranstudentin. Sehr schön. So, dann gucken wir mal eben kurz in die Trophäen rein, was mir da jetzt noch fehlt.
Trophäen. 87%. Boah, es ging schneller, als ich dachte. Finden Sie mithilfe der Fotohinweise 2 versteckte Objekte, fehlt mir noch. Lesen Sie alle Akten. Dann ohne Heilungsobjekte und Inventarbox. Was ist das? Schließen ja die 4. Mission. Das ist nochmal so eine kleine Extra-Mission von 10 Minuten. Das ist, denke ich mal, auch schnell gemacht. Und dann haben wir es, glaube ich, auch soweit. Ja, und erleben Sie das wahre Ende. Dafür müssen wir halt den Second Run mit Claire und Leon nochmal spielen. Gut. Ob wir das zusammen in Let's Play machen, entscheidet ihr. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und ja, gebt dem Spiel auf jeden Fall eine Chance. Resident Evil, geil, Leute, geil. Vergesst diesen Schrott Resi 7 hier, das ist Resident Evil. Genau so muss es sein. So, gucken wir mal eben, ob wir in den Extras was dafür bekommen haben. Kostüm Claire klassisch und Claire top. Könnt auch gerne nochmal in die Kostüme reinschauen, wenn ihr das wollt. Ich habe da ja einiges freigeschaltet. Was haben wir denn hier? Polizist verletzt, klassisch verletzt, Film Noir. Ich glaube, Film Noir, das war hier alles Vorbesteller-Bonis. Hier haben wir die Claire-Sachen. Mhm. Elsa Walker. Der Name sagt mir irgendwas. Gucken wir mal in die Ergebnisse rein. Ja, hier seht ihr meine Runs. Das waren die S-Runs. Standard A. Hier haben wir jetzt die Veteran-Runs. Also mit Leon war ich auch um einiges langsamer, wie ihr seht. Also mit Claire bin ich echt besser durchgekommen als gedacht. So, die Zeit ist auf A. Benötigt der S, S. Oh, das geht aber eigentlich, ne? Ach so, das ist... Ah nee, jetzt verstehe ich. Das ist die Zeit, die ihr benötigt, um den S-Rang zu kriegen. Hier bei Veteran ist es 2 Stunden 30 und hier 3 Stunden 30. Boah, da war ich aber gut dabei, Leute. Wo wollte ich hier denn nochmal reinsehen? Wo war es denn hier? War es bei Boni drinne? Herausforderungen, ja. Wie viele fehlen mir denn da noch? 55 von 87. Da ist auch einiges schon zusammengekommen. Konzeptgrafiken können wir gerne mal durchgehen. Schöne Bilder. Habt ihr schöne Bilder hier von den einzelnen Bereichen, wie man sich das so gedacht hat. Oh, hier, da sieht man, wie man es im Vergleich zum Original designt hat. Das ist auch mal interessant. Krass. What the fuck? Kann man durchgehen, kann man sich alle angucken, kann man sich drüber freuen. Da haben wir hier noch Figuren. Ja, kennt ihr alles. Kleine Vierlefanz. So, gut. Jetzt würde ich aber mal sagen, jetzt ist aber auch genug Resident Evil. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Haut rein, Leute. Ihr entscheidet, wie es hier weitergeht. So, und dann sehen wir uns das nächste Mal vielleicht wieder bei Leon A, Claire B oder Leon B. Je nachdem, wie ihr Bock habt. Bis dahin, Freunde. Haut rein. Ich sage erstmal Tschüss aus Raccoon City.